Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Pioneers of Pagonia, meine Lieben. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir werden in dieser Folge mal ein bisschen weiter Richtung Militär gehen, vielleicht sogar den Handel beginnen. Da muss ich aber noch schauen. Wir haben derzeit keinen Handelsträger und da fehlt ein Rucksack. Wir haben aber auch noch einige Aufgaben zu erledigen und unsere Grenzen müssen wir natürlich auch sichern. Da werden wir nochmal die hier ein wenig verlegen, um hier einfach den Pass dazwischen abzufangen. Wollen wir mal gucken. Hier oben steht ja unser restliches Militär, was ja schon ganz gut aufgestellt ist. Aber auch noch nicht perfekt. Wollen wir mal gucken, wie das Ganze voranschreitet. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze so weitergeht. Also wirklich. Kann man hier noch einen Holzfäller? Haben wir hier noch Platz irgendwo, der sich bauen lässt und möchte? Nö. Hier drüben, aber dann wäre das alles weg. Hier oben könnten wir einen hinsetzen. Der vorübergehend. Wir wollen ja nur den ganzen Kram hier weg haben. Alles, was hier so ein bisschen stört, wo wir ein bisschen gucken wollen, vielleicht sogar auch was bauen wollen, das wäre schon gar nicht so schlecht. Wollen wir mal gucken, findet er hier irgendwo den Weg? Hier unten ein Ja, aber das reicht mir noch nicht so. Ah, guck, wir können hier oben ja auch am Wasser entlang. Ah, das wird nichts, oder? Ii. Das ist ja ärgerlich. Na gut. Wir wollen ja nur das Holz weg haben. So, wie sieht das aus mit unserem Beton? Guck mal, hier haben wir schon ordentlich. Oh, das ist Zement. Zement. Zement haben wir ordentlich. Hier wird das ordentlich gemalt zu Zement und aus Zement. Jo. Wisst ihr, was gemacht wird, ne? Hier haben wir immer noch unsere Flachskollegen, die warten immer noch. Hier fehlt Baumaterial, Nadelholzstamm. Das wage ich irgendwie zu bezweifeln, aber scheint wohl wirklich so zu sein. Hier liegen auf Lager. Guck mal. Ja, Nadelholzstamm ist wirklich Mangelware, ne? Vielleicht sollten wir noch mal zwei. Oh, wir haben gerade Platz. Wir haben gerade Platz. Wir haben gerade Platz. Schnell, bevor da einer was pflanzt. Forsthaus. Sehr gut. Der kann jetzt mal speziell Nadelholz pflanzen, dass wir ein bisschen mehr Nadelholz kriegen. Das ist, glaube ich, eine gar nicht so schlechte Idee. Ja. Das finde ich gut. Was haben wir hier? Kohle ist voll. Das Kohlelager. Hier liegt gar nichts rum, weil es direkt verschmolzen wird. Und dann hier eingelagert. Aber das ist wahrscheinlich, sind die Hütten noch gar nicht fertig da oben. Haben wir ja letztes Mal gebaut. Ne, siehst du, ist noch gar nicht fertig. Zimmerer ist unterwegs. Und hier sind unsere schönen Plänzchen, wo alle schwer mal durchgehen. Aber Brunnen haben wir hier. Haben wir eigentlich beim anderen Bauernhof einen Brunnen? Kein Wasser zum Anbau. Na, das heißt doch mal für uns einen neuen Brunnen. Den setzen wir gleich mal hier vorne hin. Bin ich gut. So, da wir aber immer noch die Aufgabe haben, ein Baustellencamp bauen wir gleich noch. Und das Gildenhaus möchten wir auch noch gerne bauen. Das gucken wir uns mal an. Wo ist das Gildenhaus? Das ist Gildenhaus? Da ist das Gildenhaus sogar krass. Okay. Also ich würde es tatsächlich nicht zur Hauptstraße bauen. Mit Absicht. Nee, hier können wir noch ein bisschen sitzen nachher. Weil hier können wir im Gildenhaus Planierer mit Schaufeln ausrüsten. Hier können wir Zimmerer, also die mit Holz arbeiten. Und Baustellenträger mit Rucksäcken. Und Handelsträger mit Rucksäcken. Jetzt müssen wir natürlich die Rucksäcke auch irgendwo herstellen. Die Rucksäcke werden, glaube ich, aus Leder gemacht. Das hatten wir ja in der Testversion, wollte ich gerade sagen, in der Demo hatten wir das nicht. Aber hier haben wir jetzt mittlerweile auch das Leder. Das ist gut. Und das brauchen wir für die Rucksäcke. Deswegen sollten wir hier nochmal bauen einen Schneider, der dann halt auch Rüstung und Rucksäcke herstellt. Na, das ist schon ganz wichtig. Und mit Eisen. Ich weiß auch gar nicht, was da so die Herstellung ist, aber wir werden beides benutzen wollen.
Verwendet aktivierte Materialien für die Herstellung. Warte mal, warte. So, ich glaube, das muss so aussehen. Baumaterial ist im Zulauf. Wir hatten ja hier vorne schon unsere Holzbretterlager gemacht. Das heißt, hier haben wir natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Vorrat, was ja auch gut ist. Ne? Okay, dann haben wir ja hier unser Handelsposten. Da müssen wir jetzt, wie gesagt, warten, bis wir unsere ersten Träger haben. Und dann kriegen wir da auch das hin. Wir brauchen aber auch noch den Schneider sind wir am Bauen, die Weberei sind wir am Bauen, Münzprägerei. Weiß ich noch nicht, brauchen wir im Moment, glaube ich, noch nicht. Hier haben wir noch eine Werkzeugschmiede, das ist auch nicht unwichtig. Brauchen wir ja auch Kohle und Eisen für. Haben wir das hier oben? Das wäre natürlich cool gewesen, ne? Naja, es ist, wie es ist. Vielleicht, wenn die Bäumchen da noch ein bisschen weg sind, können wir mal den einen Holzfäller darauf ansetzen. Das ist eher Nadelholz, dann sagen wir dem jetzt einfach mal Fokuspunkt. Du machst mal hier den Fokus. Und dass wir ja hier unseren Wald immer auf- und abforsten. Was haben wir hier noch? Kohle, Kupfer. Wie sieht das hier aus? Haben wir Schwerter gemacht. Jo, machen wir nochmal Schwerter. So dass wir irgendwann all unsere Militärs aus. Warum haben wir überhaupt noch 5? Ich weiß es gar nicht. Wie sieht es hier aus? Im Militärcamp haben wir Wachen drin und 4 Wachen und 15 Soldaten. Na, da würde ich sagen, hauen wir nochmal Wachen raus und nehmen nochmal Soldaten. Sehr gut. Das heißt, die kommen jetzt hier raus, ne? Hier sind noch 10 drin. Na, kommen sie. Sehr gut. Dann haben wir die nämlich auch ausgetauscht. Hier haben wir noch Wachen drin, das ist aber sehr... Ja, gut. Ja. Hier oben wollte ich noch... Ach, guck mal, hier oben könnten wir jetzt. Jetzt sind wir jetzt am äußersten Rand dieses Gebildes angekommen. Und würde jetzt hier oben noch einen Wachturm hinsetzen. So, auf hier oben ist ja dieses helle Gebiet. Da setzen wir jetzt noch einen Wachturm hin. Schön hier so direkt am Rand des Waldes. Ah, hier vorne so. Dann haben wir nicht so viel Verschwendung des Platzes, den wir hier haben. Ja, mit dem könnten wir sogar die beiden Tannen wegruppen. Machen wir einfach mal als erstes. Wenn irgendwann mal gebaut ist, das Teil. Ach, jetzt haben wir auch Getreide, ne? Stimmt, wir haben jetzt Getreide. Ach, guck mal, da steht's. Grasland schlecht. Moosig sehr schlecht. Fruchtbar am besten. Sandig schlecht. Staubig sehr schlecht. Da ist staubig am besten. Da ist sandig. Mais ist sandig am besten. Das heißt, Mais müsste hier am Strand anbaubar sein. Kann ja nicht. Auf dem Strand kann man gar nicht bauen. Aber wo ist dann sandig? Ist das hier sandig dann? Ne, das kann man auch nicht drauf bauen. Was ist dann sandig? Hier ist ja Flachs. Sind die schon da? Ne, die sind im Zulauf. Wo sind die? Einmal 3 Leuchten bitte anmachen. Da hinten sind sie. Gerade losgelaufen vom Schiff. Okay. Gildenhaus ist noch im Bau. Wir hatten jetzt immer noch keinen Platz für unsere Werkzeugschmiede gefunden. Laubholzbrett, Kohle und Kupfer. Ach stimmt, wir wollten die hier setzen. Oder halt hier als Alternative. Da fällt es schon. Oh Mann! So, das ist, falls wir das nicht weggeschmolzen kriegen, alles. Wir haben jetzt 49% gebaut. Hier ist der Zimmerer unterwegs. Und noch ein Holzstamm. Haben wir hier alles zusammen? Auch nicht alles zusammen. Also hier, Tannenholz ist wirklich rar.
Man soll sich wirklich wundern. Und sieht das hier aus? Mahlzeiten haben wir noch genug. Das ist sehr, sehr schön. Lachs wird gleich hergestellt. Das heißt, hier werden gleich die Stoffe und Seile hergestellt. Jeweils hoffentlich gleich im Maße. So, wir sind auf Patrouille. Die nehmen das Land ein. Ach, dann haben wir, wenn wir alle auf Patrouille schicken, dann nehmen wir ja gar nichts mehr an Land ein. Ha. Das heißt, die Wachen nehmen das Land ein. Das heißt, hier nehmen wir zwei von raus und drücken hier wieder zwei Wachen rein. Genauso wie hier auch. Damit wir zumindest ein bisschen Landgewinnung haben. So, und dann sollten wir noch so eine Baustellenkumpels finden. Ja, Baustellenbude. Wo war die denn noch? Ja, Baustellencamp. Auch zwei Nadelholz war da. Können wir hier einbauen? Nein. Da oben könnten wir ein Baustellencamp einrichten. Aber hier kommen wir auch gar nicht rüber. Krass. Kommen wir gar nicht rüber. Höchstens hier eventuell. Also hier auch. Hälfte, Hälfte. Okay. Wir könnten jetzt noch in die Brotproduktion einsteigen. Sprich Mühle. Und Feuer hier und Bäckerei, also Brot. Da habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Aber wieso passt das hier nicht? Kann hier nicht bauen. Gar nicht bauen? Oh nö. So. Okay, dann geht man erstmal da lang, bevor ich dir den Weg unter den Füßen wegreiße. So, kriegen wir da jetzt eine Mühle hin? Keine? Blockiert durch Gebäude. Verstehe ich nicht. Okay. Wollen wir den ganzen anderen Weg auch noch wegreißen? Meinst du, wo brauche ich das andere Ding woanders hin? Aber die Mühle wäre schon ganz cool hier oben. Auch der Bäcker eigentlich. Kein Stück. Aber der Bäcker geht. Was machen wir denn dann mit der Mühle? Nicht mit Straße verbunden. Ach so. Das mit der Mühle ärgert mich ja. Also müsste ich theoretisch jetzt runterrennen mit dem ganzen Material, das unten mühlen und hier oben wieder hochbringen zum Backen. Das ist ja außerordentlich schwierig. Oh, Mann. Ja, dann muss ich das zur Not erstmal so machen, oder? So, wie sieht das jetzt aus? Abgeschlossen. Ein maskierter Dieb hat etwas gestohlen. Da dürfte ja theoretisch nicht rauskommen. Die beobachten wir gleich mal. Ich will mal eben gucken. Gildenhaus ist im Machen. Die produzieren auch. Die... Ach so. Ja, davon sollte man welche herstellen. So, wo sind die? Boah. 5 auf 1? Boah, das ist ja richtig was los. Wie kommen die hinten rum? Wie fies ist das denn bitte? Haben die den einen jetzt platt gemacht, oder?
Sind hier meine Jungens? 5-5. Und ihr lauft bitte Patrouille. Komm, hier rüber, Alter, wie fies. Dahin. Hier haben wir alles abgedeckt. Dichtet. Hier haben wir alles safe. Nur die wandern hier noch quer durch. Das ist ja mal richtig fies, ey. Hört auf, meine Leute anzugreifen. Seid ihr wohl verrückt oder was? So, jetzt Action hier. Gleich los. Ja, genau. Guck mal, die laufen schon. Weil in deren Gebiet richtig was Action ist, ja. Leute, los. Guck mal, die machen schon, die rennen so schnell, dass sie Staub entwickeln, ja. Ja, genau. Macht sie platt. Los, zeigt denen, was das heißt, den Kanter anzugreifen. Nicht sterben. Nächsten 5, bitte. Wir brauchen hier nochmal welche. Schwerter. 10. Hiervon. 10. Wo ist der Gegner hin? Wo ist der Bandit hin? Du bist der Jäger, echt? Edel. Angriff der Banditen, du. Ach, hier haben sie die restlichen platt gemacht, okay. Also wir haben den Angriff abgewehrt. Ihr merkt schon, es wird härter und schwerer. Haben wir jetzt eigentlich schon Eisen in Produktion hier? Eisenbarren? Sind wir schon am Eisen abbauen? Baut Eisenerz ab. 4 haben wir. Plus 3. 4 sind geplant abzuholen. Sehr gut. Wir haben es jetzt mit den Trägern. 372 verfügbare Einwohner ohne Auftrag. Was haben wir hier jetzt? Rucksäcke. Sehr gut. Können wir schon mal ein paar Handelskollegen anrufen. Und dann werden wir jetzt das erste Mal Oh, was ist hier los? Produziert keine Genussmahlzeiten. Alle Wohnhäuser sind voll. So, und die Stärkungsmahlzeiten. Ah, also Genussmahlzeiten, die sehen wir hier gar nicht. Die gehen direkt in die Häuser, so wie es aussieht. Hier ist er gerade am Einkaufen. Ja, kommt jetzt hierher. Und dann geht er dann nochmal einkaufen. Sehr schön. Und dann geht er so in die Taverne und macht das Essen. Okay, so. Das heißt, wir haben jetzt... Haben wir jetzt hier hinten schon Platz? Nein, haben wir immer noch nicht. Haben wir hier vorne jetzt ein bisschen mehr Platz? Für eine Werkzeugschmiede. Keine Chance. Doch, hier. Aber nicht, wenn wir sie so längs stellen. Nur, wenn wir sie querstellen. Und querstellen möchte ich nicht. Weil das ist auch nicht schlecht. Aber möchte ich eigentlich nicht. Hier ist noch Kupfer. Oh, hier liegen jetzt Leichen, ey. Aber egal, hat geklappt, hat funktioniert. Das ist das Wichtigste. Jetzt haben wir noch 8 Soldaten und eine Wache. Wie kriegen wir denn Wachen hergestellt? Was brauchen wir dafür? Ein Holzspeer? Können wir den Holzspeer hier herstellen? Holzspeer. Das siehst du, machen wir doch mal 10 Stück. Und wenn wir damit fertig sind, dann könnt ihr gleich 10 Stück hier... Ne? Muck wieso? So, jetzt müssen wir unsere Handels Mitarbeiter hier. Ne, haben wir immer noch nicht. Da ist er.
Ha! Rekrutierung abgeschlossen, 2 Stück. Aber hier kommen irgendwie keine hin. Okay, pass auf. Wir haben jetzt welche rekrutiert. Wir drücken jetzt einfach mal auf Start. Ah, guck mal. Wir drücken einfach mal auf Start, weil es ist umsonst, ja, von unserem Wappen umsonst dahin. Also die rennen jetzt hier rein, nehmen nichts mit, rennen los und holen uns diese tollen Dolche. Diese magischen Dolche. Ja, das heißt, die rennen hier gleich los, hoffe ich. 3 sind da, plus 2 kommen noch. Hier. Ja, jetzt rennt der erste los. Der zweite kommt hinterher. Hier sieht man das, wie viele losrennen. Plus 3. Also wir kriegen gleich magische Dolch, magische Klingen. Das wird eine spannende Geschichte. Also, viel Spaß beim Wandern. Wir hatten jetzt hier oben, genau, der Holzfäller. Da fehlt noch ein Baumstamm. Das ist fertig. Diese Häusle. Dann würde ich sagen, damit denen nicht so langweilig ist, gönnen wir uns eine Patrouille in dem Bereich, damit sie uns das wertvolle Weizen nicht klauen. Okay, hatten wir jetzt einen Bäcker gebaut? Nee, Bäcker wollten wir noch bauen. Haben wir nicht gebaut. Also der Bäcker kann ruhig hier oben hin. Aber die Mühle fehlt mir noch, ne? Ah, die Mühle, das ist echt ärgerlich, dass die hier oben nicht hinpasst. Und dabei wäre es so ein toller Standort. Hier oben haben die doch so viel Wind. Ärgert mich ungemein. Guck mal, wie viel Platz wir hier haben. Eigentlich. So ein toller Standort, ey. Hier unten. Da musst du die Sachen von da oben einmal quer runterbringen. Boah, das kann ich nicht mit mir machen. Also das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Ich muss sie doch irgendwie hier oben hinkriegen. Gibt's doch gar nicht. Soll ich euch mal was sagen? Klingt jetzt total blöd. Aber wir reißen es nochmal ab. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass diese olle Mühle hier oben nicht hinpasst. Alter. Gibt's doch gar nicht, oder? Also, bauen wir die jetzt hier an die Seite. Wie weit ist der? Es fehlt hier noch ein Brett, ein Holz. Da, nee, da kommen die Grenzsteine. Da kommt der Holzstamm. Aber dann brauchen wir immer noch den Holzfäller, ne? Boah. Das nur wegen den beiden Hölzern. Naja, gut, ist jetzt so. Macht der jetzt. Personal ist auf dem Weg. Also die ist jetzt auch fertig. Hier haben wir Eisenerz und Stärkungsmahlzeiten. Also da sind wir schon am Machen. Schmelzen wir schon. Ja, wir haben ja schon Eisen in der Schmelze drin. Das ist richtig gut. Das heißt, wir können jetzt hier in der Waffenschmiede auch mal... Was brauchen wir für die Rekrutierung? Warte mal. Eisenschwerter. Veteranenwache ist mit Kettenrüstung. Okay. Hier haben wir Eisenschwert und Holzschild. Oder Veteranensoldat, fortgeschrittener Soldat, Soldat. Veteranensoldat braucht Kettenrüstung, Eisenschild und Eisenschwert. Und hier brauchen wir Eisenschwert. Also produzieren wir jetzt erstmal Eisenschwert, so viel wir können. Dann Eisenschild. Wo produzieren wir ein Eisenschild und Kettenkram? Hier ist ja nur die leichte und verstärkte Rüstung. Ach, warte mal, wir sollten ja noch. Was steht hier oben? Ein Baustellencamp. Eine Werkzeugschmiede. Stimmt, eine Werkzeugschmiede. Hier sind immer noch die Bäume da. Eine Werkzeugschmiede und leichte Rüstung herstellen. Leichte Rüstung herstellen. Können wir hier dann herstellen?
Silberdegen. Hier können wir das Eisenschild herstellen und die Kettenrüstung. Da siehst du. Das ist doch genau das, was wir gesucht haben. Passt auch hier zwischen. Oben drauf. Machen wir einfach mal. Mehr als schief gehen kann es nicht. Das heißt, auch hier brauchen wir Kohle und Eisenbarren. Und stellen einfach mal 10 Schilder her und 10 Kettenrüstung. Nicht, dass nachher noch Eisen auf Lager liegen könnte. Arme Eisen. Guck mal, jetzt haben wir hier auch das mit drin. Und jetzt können wir auch beliebig machen. Hier haben wir ja nachher noch Getreide und Co. Jetzt haben wir oben die Mühle, ne? Ne, wir wollten oben die Mühle. Personal ist auf dem Weg. Das hat natürlich auch einen weiten Weg. Werkzeugschmiede fehlt uns immer noch. Dafür sollten ja die beiden Bäume weg. Was macht er eigentlich die ganze Zeit? Kein Personal anwesend? Braucht eine Schaufel. Braucht ein Werkzeug. Eine Werkzeugschmiede hier. Schneiderei. Werkzeugschmiede. Wir haben keinen Platz. Hier vorne? Oh, hier vorne hätten wir noch. Hoppala. Da könnte man noch irgendwas anderes Großes hinstellen, ne? So, wir brauchen Schaufeln. Dafür brauchen wir Brett und Kohle. 5 Stück. Ein maskierter Dieb hat schon wieder was gestohlen. Das gibt's doch gar nicht. Wie kommen die immer hin? Wie klauen wir die Rucksäcke hier? Wie kann ich die denn safen? Da auch noch. 5 Rucksäcke. Wie kann ich die Maskierten denn aufdecken? Geschickter Dieb. Die Wache? Wache? Lol, die Wache rennt dazwischen den Dieben, du. Was bist du denn für ein? Oh Mann, ey. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die jetzt da durchrennen oder nicht. Die rennen da bestimmt durch. Kann ich auch Diebe losschicken? Wo kann ich Diebe losschicken? Na? Guck mal. Ja, angreifen da. Gibt's nicht. Ne? Naja, ist wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Sammelt. Okay. Sehr gut, sehr gut. Das will ich sehen. Damit wir gleich mal unsere Mühle aufbauen können. Was für ein Aufwand hier, ey. Oh. Aber ich guck mal, was wir hier noch alles an Steinen und alles haben. An Steinen. Sowas auch angreifen können? Ich weiß es nicht. Aber man hat nicht diesen direkten Angreifen-Button, ne? Sehr gut. Ja, alles weggefällt. Dann müsste er theoretisch. Aber die Baumstümpfe sind noch da. Das ist egal, scheinbar. Das ist gut. Dann machen wir das. So am besten, ne? So die Mühle. Und daneben der Bäcker. Ah, guck mal. Nur wer aufgibt, hat verloren. Schön, oder? Jetzt nur so ein Ticken nach hinten. Dann gehen wir vorne mit der Straße vorbei. Mit dem Weg, Entschuldigung. Dann könnten wir hier nämlich noch ein Lager zwischensetzen, theoretisch. Ich weiß nicht, wie lange. Also die brauchen 2 Brot. Dafür brauchen die Mehl, Wasser und Feuerholz. Feuerholz. Okay. Aber 2 Brote.
Und zwei Brote. Ist das hier mit drin? Ja. Das heißt, wir haben hier einen Marktstand für Brot. Und Brot ist, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Okay, Kupfererz haben wir auch. Was haben wir hier jetzt noch über an Waffen? Speere kommen. Die auch. Eisenschild, ja, wir sind noch am Bauen. Aber Werkzeugschmiede fehlt uns eigentlich. Ja. Ich guck mal, ob wir die hier bauen können jetzt langsam mal. Ach, die habe ich schon im Bau. Stimmt, die haben wir jetzt hier vorne im Bau. Das heißt, wir brauchen dann noch eine Kunstschmiede, die fehlt uns noch. Die Rüstungsschmiede bauen wir da hinten schon. Eine Abenteurergilde. Könnten wir eigentlich auch mal bauen. Hier gegenüber? So, da rein? Nein, passt nicht. Also theoretisch Gilde neben Gilde. Die Abenteurergilde, die bildet Waldläufer, geschickte Waldläufer, heroische Draufgänger. Guck mal, die können wir mit der magischen Klinge und verstärkte Rüstung. Also brauchen wir ein paar verstärkte Rüstung. Machen wir mal 10 Stück. Also wir brauchen ordentlich Eisen. Ich sehe schon, wir brauchen auch eine zweite Schmelzhütte. Dann bauen wir daneben einfach eine zweite Schmelzhütte. Was haltet ihr davon? Wenn da jetzt nicht unbedingt ein Baum stehen würde. Kann man den mal bitte wegkreuzen da? Nehmen Baum. Den. Okay. Also wir sind wieder ein Ticken weiter. Wir haben unsere... Wir haben bemerkt, dass wir die Diebe nicht wegkriegen. Können die denn, die Waldläufe, die Draufgänger könnten vielleicht so eine Art Diebe sein, ne? Bildet und stattet Abenteurereinheiten aus. Okay, verstärkte Rüstung sind wir jetzt auch bei. Hier oben, das kriegen wir auch schon hin. Die Produktion haben wir auch schon angeschmissen. Hier haben wir denen auch schon gesagt, wir brauchen viel Eisen für unsere Schaufeln. Aber brauchen wir gar kein Eisen für sich gerade. Sondern Kupfer und Eisenbarren, Laubholz und Laubbretter. Okay. Ah, die Diebe, das ist echt... Da kann ich nichts gegen machen, gegen die Diebe. Ich habe schon Wachen aufgestellt überall. Du wirst von Dieben angegriffen. Ach, da ist noch einer. Oh, was ist denn das denn für Diebe? Ach, da ist ein Diebeslager. Ah gut, sind wir Gott sei Dank auch weit von weg, aber ein Diebeslager habe ich auch noch nicht gehabt. Oi. Okay, gut. Ist so, wie es ist. Aber wir haben jetzt alles soweit, glaube ich, ganz gut in Vorbereitung. Stärkungsmahlzeiten, die ersten Brote sollten demnächst auch produziert werden. Guck mal, da kommen unsere Planierer, Anlieferer und alles andere auch. Für unsere Bäckerei und unsere Windmühle. Ich glaube, hier hinten könnten wir immer noch, wenn wir möchten. Guck mal, hier hinten passt der Wachturm immer noch hin. Ist das nicht schön? Wunderbar. Gut. Wir lassen uns das jetzt gut gehen, würde ich sagen. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaut in eine weitere Folge oder auch gerne in ein anderes Projekt. Von daher, bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss.